Ich bin begeistert. Warum bekomme ich meine Suppe? Steh nicht so dumm da und hol mir sie mir, du Idiot. Und du, Junge, mach die verdammte Tür zu. Willst du, dass ich eine Lungenentzündung bekomme? Stirb an einer Lungenentzündung. Mach sie dir doch selber zu. Arschloch. Verdammt, was soll das? Hey, Fettsack, ich will einen neuen Salat. Dieser hier ist mit Schimmel überzogen. Hast du mich gerade Fettsack genannt? Nein, ich... Das ist widerlich. Du bist widerlich. Was laber ich eigentlich? Wenn ihr das nicht schmeckt, dann verzieh... Moment, das ist der Wirt. Wenn dir das nicht schmeckt, dann verzieh dich gerne im Wald und friss deine Würmer. Oh, hallo, schöne Dame. Hallo, Aaron. Willst du einen Schluck? Glaubst du, ich trinke diesen Mister? Alle anderen tun das ja auch. Ich bin nicht wie die anderen. Macht euch doch... Ja, macht euch doch euer Leben damit kaputt, aber ich nicht. Wie du meinst. Schade. Ich hätte gern was getrunken. Und wieso können wir diesen verdammten Gockel da nicht essen oder Truthahn? Hey, lass mich in Ruhe, Aaron. Was hast du überhaupt verloren? Ich wohne in diesem Dorf? Das ist verständlich, wenn ich mich hier zum... Da ist es doch verständlich, wenn ich mich hier zum treibe. Ja, ich treibe mich zum. Aber nicht im Wirtshaus, Junge. Ist dir eine Karte rausgeflogen aus deinem Ärmel? Kann ich wahr, Opa. Du bist der Zinker. Du spielst falsch, Opa. Ich nimm das sofort zurück. Da scheint etwas zu sein. Einmal Gegengift erhalten. Ah, ach Gott. Riecht nach Wein und dergleichen. Riecht nach Wein und dergleichen. Und das hier riecht nach nichts, okay. Eine Vase. Schade, wir sind nicht in Selben. Das heißt, ich kann sie nicht kaputt machen. Gut. Herr Wirt? Was willst du? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich keinen Alkohol verkaufen möchte? Ja, ja, ist schon gut. Wer will schon dein Gesöff hier trinken? Wer weiß, was da drinnen ist? Du kannst noch... Ja, du bekommst... Du bekommst du noch ernsthafte Probleme, junger Mann. Tutentun, verschwinde jetzt. Ach, ganzes Schwein. Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, was du gerade denkst. Ach, ganzes Schwein. Kann diese... Nein, das ist nur ein Fenster. Ja, war's. Das war's. Gut. Auf zur Küche. Olam. Ja, ich weiß langsam, dass das Olam ist. Die Rechtschreibfehler sind... Naja. Gut. Könnte man zwar noch ausbessern, aber bis jetzt ist das Spiel ganz nett. So. Da unten wieder ein hysterischer Mann. Eine Fledermaus, was die hier zu suchen hat. Und mir fällt schon wieder der Nebel auf. Warum ist in jedem verdammten Spiel, das ich spiele, Nebel? Ein einsamer Mann. In einer einsamen Kirche. Meister Hiram? Oh, Aaron. Welch eine Freude, dich hier zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Naja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Lass dir Zeit und versuch es. Du hast mein Ohr. Was bedeutet Liebe? Dann hast du es endlich entdeckt. Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet. Sie kennen es? Erzähl mir, sieh mir etwas darüber. Ja, ich kenne es. Liebe ist ein Gefühl. Etwas Sonderbares wie der Mensch selbst. Genauso wie Hass und Wut prägt es uns Menschen. Aber warum ist mir dieser Begriff fremd? Was ist das für ein Gefühl? Es soll ein sehr schönes Gefühl sein. Anders als alle anderen.
aber ich erinnere mich nicht, so etwas jemals verspürt zu haben. Weil du es nicht fühlen kannst, Aaron. Die Liebe wurde uns vor hunderten Jahren weggenommen. Als es die Staffel von Galata und so verlegt worden ist. Wir haben uns gegen ihn gewandt und haben so seinen Zorn auf uns gezogen. Du musst dich, glaube ich, auch ein bisschen anders sprechen. Galata, der Schöpfer, hat es uns weggenommen. Aber wie kann das sein? Weil unsere Vorfahren dumm und naiv waren. In ihrer höchsten Not haben sie ihn verraten. Wieso in ihrer höchsten Not? Es war doch alles friedlich. Bis natürlich wir den Übergriff angefangen haben, weil der Schutz weg war, aber gut. Und das war ja unser Gang. Ja, aber daran sind wir nicht schuld. Wieso haben wir die Liebe nicht mehr zurückbekommen? Weil es gerade so will. Manchmal ist es sein Wille. Manchmal ist es ein wenig der, wie wir uns offen. Die Götter denken anders. Vergiss das nicht. Galata hat schon seine Gründe, warum er so handelt, wie er handelt. Aber das ist doch nicht gerecht. Ich kann das nicht akzeptieren. Wir sind denen mehr nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist, wie es ist. Ich bin nur ein Mensch. Auch habe ich nicht das Recht, Galatas Autorität in Frage zu stellen. Auch du nicht. Glaubst du, ich habe mich anfangs nicht gefragt, wieso uns auch der Fluch trifft. Aber ich habe mich eines Besseren belehrt. Ich habe es akzeptiert. Vielleicht haben sie recht. Doch so ganz will mir das nicht in den Kopf gehen. Ich verstehe, was du gerade denkst und fühlst. Aber ist es möglich, den Fluch zu brechen? Dann darfst du nicht einmal denken. Du kennst nicht einmal die Liebe und doch willst du Du denkst nicht einmal die Liebe und doch willst die wieder tuten tun. Entschuldigung, aber was? Es ist ja. Es mag mir nicht aus dem Kopf, dass ich gar nicht schuld an der Sache bin und doch dafür büßen muss. Mich hat es neugierig gemacht. Aber trotzdem wüsste ich nicht, wie ich das Ganze anstellen sollte. Nun, wenn das so ist, werde ich dir dabei behilflich sein. Jetzt auf einmal sind sie auf meiner Seite. Weil du vielleicht recht haben könntest. Vielleicht ist das alles ein Zeichen, dass die Zeit gekommen ist, endlich die Initiative zu ergreifen und sie Liebe zurückzuholen. Möglicherweise ist es Galatas Wille, dich dafür auserkoren zu haben, Tutentum. Ich hätte meine Wahl auch nicht besser treffen können. Ich hätte mich nie besser entscheiden können als für diesen guten Orangensaft. Dann helfen Sie mir? Das werde ich, denn ich könnte es mir nie verzeihen, wenn du im Recht gewesen wärst. Doch was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung von solchen Dingen. Ehrlich gesagt bekomme ich langsam Zweifel. Nicht verzeihen, Aaron. Ich bin ja bei dir. Ich werde an deiner Stelle den Jahrhundertwald durchqueren, um auf die andere Seite zu gelangen. Sie meinen, ich soll zu den anderen? Aaron, das sind nicht die anderen. Sondern sie sind wie wir. Denn diese Menschen haben noch die Liebe und sie fühlen sie jeden Tag, der vergeht. Dort herrscht eine andere Welt, die uns verborgen ist. Sie wissen nicht einmal von unserer Existenz, doch wir von ihnen. Wenn du mehr über die Liebe lernen willst, dann musst du auf die andere Seite. Aber was genau soll ich lernen? Ich weiß nicht mal, was die Liebe ist. Nun, das musst du selber herausfinden. Du bist der Einzige im Dorf, der dazu in der Lage ist. Ich zähle auf dich, Aaron. Aber meinst du, du bist ein talentierter und starker Junge. Sieh dir mal unser Dorf an. Es hat lediglich 3 Häuser und eine Kirche, in dem ungefähr 30 Leute leben. Aber egal was ist, es gibt nur ein Wohnhaus, eine Taverne und ein Waffenladen. Aber egal.
Die Leute leben einfach im See. Olam geht unter und wir mit ihm. Nicht einmal die Sonne scheint hier noch. Es mag komisch klingen, aber du bist unsere letzte Rettung. Und Galata weiß das. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister Hiram. Das wirst du auch nicht, mein Junge. Ich werde mich auf den Weg machen. Schließlich muss ich noch Proviant packen. Viel Glück, Junge. Also ich mag Hiram. Neuer Hauptquest. Es heißt doch die Quest. Oder liege ich da falsch? Falls ich falsch liege, korrigiert mich. Aber ich denke, es heißt die Quest und nicht der Quest. Laufgeräusche. Moment, muss noch mal kurz räuspern. So, schon wieder da. Gut, nach einer langen Sequenz speichern wir. So, ich nehme ein brennendes Bett mit. Nein. Quatsch. So, Bücher über Bücher und noch kein einziges Blablabla. Damit versuche ich mal den Schmutz zu trennen. Hat noch immer nicht geklappt, blablabla. Mehr habe ich nicht versteckt. Mein Geschirr. Ich habe ihn schon eingesteckt. Ich hätte gerne eine Rüstung. Hey, nicht meine Äpfel. Ja, aber was genau sollen wir jetzt einpacken und warum und wie komme ich an diese komische Kiste? Ah, ich verstehe. Doch, das ist ein Fass. Ich kann ja probieren, nach unten zu springen. Nach unten springen. Unten bleiben. Haha. 30 daran erhalten. Nach oben. Ja, ich springe auch manchmal so hoch. Ihr nicht? Also ich schon. Sprechen wir nochmal mit Hiram. Er hieß Hiram. Kurzzeitgedächtnis hier. Bring uns die Liebe zurück. Ja, da hast du ja viel zu sagen. Gut. Wo müssen wir jetzt lang? Also, ich glaube mal hier nicht. Puh. Durch den Ewigwald. Habt ihr was Neues zu sagen? Ja, sonst wird es problematisch. Gut. Das heißt, wir halten nichts Neues. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Keine Ahnung, was zu tun ist. Und trotzdem... Ja. Ah, okay. Jetzt befindest du dich auf der Weltkarte. Einem Ort, wo Dörfer, Städte, Wälder und so weiter... Ah, okay. Ist schon richtig. Betreten kannst. Um einen gewünschten Ort zu betreten, bewege ich zum blinkenden Kreis und drücke die Aktionstaste. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, frei zu speichern. Finde ich toll. Wie in Mitza. Aber gut. Oder betreten. Ich würde nämlich gern noch zum Laden. Nachdem wir jetzt ein wenig Geld haben. So, hey Aaron. Hey, was kannst du mir anbieten? Nicht viel, aber was sie selbst. So, ein Talisman. Plus 2 Angriff, plus 2 Abwehr. Kostet 30 und 50. Kaufen wir mal beides. Inventar. Ah, nein, nicht. Die Ausrüstung. Helm, Zubehör. Gut. Moment, was? Ich will noch mal gucken. Aufgaben. Nebenquest. Keine Aufgaben von Hauptquest. Endlich beginnt ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Ich werde Olam verlassen und ins andere Land reisen. Denn dort werde ich meine Suche nach der Liebe beginnen. Auch schön, wie die Nebenquests beschrieben werden. Nicht einfach in einem sachlichen Text, sondern... Finde ich gut.